herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Real Farming Alice 19 meets Reality. Oh je, der Klaas hat ja manchmal schon Probleme, ne? Ups. Running oder wie? Ah, der fährt sich so fest, der ist zu schwer, weißt du? Ja, hier der Acker, der wurde ja auch schon lange nicht mehr behandelt, wie man sieht. Unkraut gewuchert. Ist nichts anfangen, darum wird der direkt wieder normaler Acker runtergepflanzt. Hm. Ja. Drei-Felder-Wirtschaft ist heute nicht mehr so in. Wird viel zu wenig. Da wird geguckt, dass man so viel wie möglich Umsatz macht und nicht auf die Menge. Ja, ich muss ja auch ein bisschen wieder. Ich habe auch die Tage jetzt erstmal investiert. Wassertank und eine Tieflader. Was für ein Wassertank hast du denn gekauft? Josken. Also ein kleines Teil. Ja, ein kleines. Weil ich muss ja irgendwie auch Wasser an meine Viecher bringen. Naja, ich weiß, ich bräuchte ja auch ein Wasserfass. Ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen das wieder erarbeiten, was der Alte vergeigt hat. Ja, aber dann sind nicht immer die Schulter auf die anderen schieben, ne? Ja, nee. Scheinbar war er überfordert mit der Arbeit. Eigenen Hof. Ja, vielleicht war Arbeit nicht so seins. Er hat sich gedacht, ach komm, lass die anderen für mich machen. Ich bezahle also nur. Ich bin ganz froh, ich habe jetzt wieder einen Mitarbeiter. Ja. Der kann sich um die ganzen Produktionen jetzt erstmal kümmern. Kann ich mich so um die Felder klären. Er ist ganz geschickt. Wo fährst du lang? Du stehst schon wieder rum, oder was? Ich fahr. Sieht aus, als würde es stehen. Nee, ich fahr schon, keine Sorge. Ich glaube, ich muss dir nachher beim Jürgen ein paar neue Zinken anbauen lassen. Ja, wird bei dem hier aber nicht anders sein. Wo ich den genommen hat, hatte der 50%, jetzt hat er schon knappe 100. Oh oh, dann kommt es auch nicht mehr so voran. Der ist jetzt bei 88,9. Ja, der ist noch bei 30. Wenn ich ihn dir so auf den Hof setze und du denkst halt, stopp, warum hat der 100%, der Diesel hatte den noch zuletzt, warum hat er den dann nicht repariert? Ja, dann kannst du aber glauben hier, die Rechnung geht dann an dich. Darum bringe ich den danach direkt durch zum Jürgen. Kannst du wahrscheinlich gleich beide mitnehmen dann. Machen. Soll er beide durchgucken. Sicher ist sicher. Ja, der Case hat ja noch mal Zeit, der hat gerade erstmal 9. Ja, ich muss mich morgen. Also ist ein U-Beauftragt zum Ernten. Ja. Okay, ich muss nämlich auch ernten bei mir. Oh. SLU habe ich gerade erfahren, nimmt keine Aufträge mehr an. Der ist heute alleine. Ja, stimmt ja, der Neumann ist im Urlaub. Ja, irgendwo ist der, ey. Er hat richtig Scheiße gebaut. Oje, oje. Oh, naja. Das müssen wir intern klären. Ich weiß ja auch nicht, was mit dem Stefan passiert ist. Mit wem? Mit dem Stefan Müller. Schafsbauer. Warum der jetzt auf einmal in U-Haft sitzt. Blöd, der hat mich vorhin angerufen. Oh. Wir haben ein paar Vögel gezwitschert, dass er wegen Drogen im Knast sitzen würde, weil er Drogen genommen hätte. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie die dem auch runtergeschoben. Würde ich dem Richter schon zutrauen. Ist sowieso ein ganz komischer Vogel, der. Ja. Ja, vielleicht hat er was von seinen Sachen bei ihm untergeschoben oder so. Ja, keine Ahnung. Also ich durfte vorhin schon wieder eine Anzeige bei der Polizei aufgeben. Gegen was? Mir wurden 14.000 Liter Saatgut und Dünger geklaut. Wo geklaut? Hof. Die wirst du nicht wiedersehen, die sind aus dem Osten gekommen, wahrscheinlich haben es mitgenommen. Ja, weil ich hatte noch keine Lager dafür. Hab die dann so lange eine Fahrzeughalle untergestellt. Ja. Dann wollte ich die vorhin runterholen, einlagern und dann waren sie auf einmal weg. Ja, das ist keine Chance, ey. Ja, Moment, Telefon. Volker Baruna, hallo? Moin. Hi. Mich hat gerade der Jürgen angerufen und gesagt, er ladet sich jetzt die Leopaletten selber auf, weil ich nicht unten bin. Ja, soll er machen. 10 Stück darf er mitnehmen.
Das sind die für die Blaubeeren. Okay, weil er geglaubt hat, ich lade es auf, um. Ja, fauler Strick, der soll selber aufladen, das soll auch mal was schaffen. Okay. Ja, das sage ich ihm. Nee, das sag ich nicht. Wir brauchen morgen seinen Drescher, sag's ihm nicht. Okay. Gut. Dann sag ich, wir brauchen seinen Drescher morgen. Ja, das kannst du schon mal abklären, ja? Ja, tschüss. Tschüss. Ja. Mir kam der Richter schon sowieso bei der Verhandlung sehr recht suspekt vor. Naja, ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken, ob der ab und zu nach Holland fährt oder so. Bei dem kann man sich nie sicher sein, ob der das wirklich bringt. Ich weiß zum Beispiel, dass ich clean bin. Ja. Ich hatte zwar meine Phase, dass ich chemisches Zeug genommen habe, aber davon bin ich runter. Ja, das will ich jetzt nicht hören. Davon weg. Ah, Mist, schon wieder. Boah, ich bin hier aber auch ganz schön in der Finsternis. Im Feld. Ja, Scheinwerfer reichen halt nicht so weit. Wird zu schnell gebrochen von den. Vom Gras. Ja. Ja, ich habe auch gerade zur Zeit auf dem Hof Familie zu besuchen. Wo hast du denn eigentlich das ganze Geld hergehabt bei der Versteigerung? Kredit. Hä, was? Hat 150.000 Kredit. Ah, okay. Ich würde auch mal eigentlich nur ein, zwei Schmuckstücke und aus zwei wurden da mal vier. Ja, so ist es, wenn man sich nicht zusammenreißt. Meine erste Auktion. Richtig nervös. Am Raspeln wie Espenlaub. Da zuckt der Finger mal häufiger als man will. Da kann man anrufen. Volker Varuna, hallo? Hallo? Jo. Ich dachte, hier unten wäre einer am Sägewerk. Ne, der muss den Wald. Muss Holz schlagen. Oh, ich hab das mal selber ausgelagert, ne? Ja. Oh, 10 Stück, ne? Ja. Gut. Du hat der, ja. Hat der Björn das schon überwiesen? Ja. Ja, gut, passt. Transport muss er mit dir ja, haben wir schon. Aushandeln. Du, ist dein Drescher morgen frei? Vielleicht. Was heißt denn vielleicht? Und wer weiß? Was heißt denn wer weiß? Muss ich gucken. Das heißt, man muss sich gucken. Ja, muss ich gucken halt, ne? Willst du mich verarschen? Warum? Du wirst aber wissen, ob dein Drescher morgen frei ist. Ich weiß nicht. Dann gebe ich halt Melu einen Auftrag. Nee, passt, der ist frei. Voll Horst. Eine Abmachung wegen deinem Drescher, hast du das schon vergessen? Drescher? Ja. Schon vergessen, ha? Nee. Ja, wenn du dir den neuen kaufst, den, ich weiß gar nicht, was du kaufen wolltest. Klaas? Ja, dass ich dir dann den alten abkauf. Haben sie vergessen, echt? Ne? Echt? War das so? Ja. Hat man zumindest mal gesagt, aber wenn du dich dran nicht mehr erinnerst, dann... Doch, das passt schon. Ist noch so. Ja. Gut. Ja, mal gucken, was da diesmal an Ernte runterkommt. Jo. Gut, bis dann mal. Jo, tschüssi. Tschö.
Weil ich muss sagen, der Case hat einen schönen Sound. Das waren halt noch gescheite Motoren, ohne die scheiß Elektrounterstützung. Ja, dann ist das nämlich. Ich brauche gar kein Fitnessstudio mehr. Zumindest nicht obenrum. Ja, genau. Ist untenrum aus, ich keine Ahnung. So viel wie ich laufe, bräuchte ich untenrum auch gar kein Fitnessstudio mehr. Zurzeit kann ich nicht wirklich joggen gehen, weil ich Familie zu Besuch habe. Schmeiß die Familie raus, kannst du wieder joggen gehen. Nee, die kümmern sich gerade schon um die Ferkel, sind sie am Waschen und alles. Eine amerikanische Familie ist da, meine Großeltern. Wo die da bei sich gerade sehr zu kämpfen haben mit dem Virus da, ey. Boah. Ja, du kannst dann da hinten direkt umdrehen. Hier hinten ist nichts mehr. Mal gucken, habe ich vorhin irgendwas stehen lassen. Ah, hier. Meine neue Investition ist erstmal ein neuer Grubber. Schweintel wäre gut. Muss mal auch was zu futtern haben, wenn wir das nächste Mal grillen. Lecker Spare Ribs und Schweinebraten. Zum Bleistift. Hier ist auch nichts mehr. Deine Arbeitslichter sind aber auch so hell wie von einem Fußballstadion. Ja, gescheiter Trecker halt. Ja, mir war meiner zu groß. Ja, aber der hier ist auch schon ein bisschen älter. Was hat denn der jetzt schon? 10 Stunden? Ah, geht eigentlich. Meiner hat jetzt durch das ganze Flügen die letzten paar Stunden, hat er schon 2 Stunden drauf. Ja. Hat er nicht gedacht, der hat auch mehr hier. Ja. Fahrzeuge bei dir werden ja auch nicht wirklich viel halt unterwegs bist. Oh, der Johnny, der hat schon einiges, denke ich. Ängste weißt du aber nicht. Johnny, den habe ich schon viel im Wald gehabt. Der ist locker schon bei 15 Stunden. Ich habe jetzt die Tage mal im Internet geguckt nach einem MP-Truck, ne? Einer ist in Amerika zu versteigern, aber durchgerostet wie sonst was und dafür wollen die noch 13.000 haben. Tja. Feuert. Haben halt die Sammler so an sich, dass die dann doch kein durch ausgebeutet werden. Ja, aber wer zum Geier möchte den 13.000 für ein durchgerostetes Fahrzeug kaufen? Liebhaber. Ja, damit sie noch selber dran noch ungefähr 100.000 reinstecken können in die Restauration. So, warte mal, bleiben wir stehen. Oh, du hast hier vorne ein Frontgewicht dran, du kannst den ja gar nicht mitnehmen, oder? Doch, kannst du hinten dran hängen, gell? Ja. Gut. Warte mal, ich überweise dir mal ein Watt fürs Helfen. Ach, lass stecken. Du brauchst das Geld, lass stecken. Bis denn mal, gell? Jo, ich bring dir die gleich vorbei, jo, wenn sie repariert sind. So, dann fahren wir mal schön nach Hause. Haben wir eben ein bisschen unter die Arme gegriffen. Ich werde mal gucken, dass ich jetzt den Anhänger hole.
Okay. So. Ich mache hier mal kurz Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.